Hallo und herzlich willkommen zurück beim Supermarkt Simulator. Ja, die letzte Folge ist leider ausgefallen, weil mir mein Datenträger einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und mir die Datei zerschossen hat. Nice. Ja, aber es ist ja nicht viel passiert gewesen in der Aufnahme, beziehungsweise nicht viel gemacht, außer dass ich ein Regal gekauft habe und sowas. Aber das ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen mal los hier und kaufen erstmal rein. Oder machen hier erstmal Bestückung. Mit dem ganzen Quark mal wieder. Mülleimer sind noch nicht dazugekommen. Also so viel, wie ich gesehen habe, ist jetzt noch gar nicht hier wieder dazugekommen. Sondern einfach nur, dass es jetzt Restocker gibt, also Auffüller und sowas. Aber das werdet ihr ja, glaube ich, schon bei anderen gesehen haben. Bei mir. Warum denn auch? Und ja, ich sehe es immer wieder. Es kommt richtig gut bei euch an. Freue ich mich richtig. Ist richtig schön. Da ist ja noch was drin. Ja. Ich hätte immer noch gerne eine Anzeige, dass da was drin ist. Schließen. Das wäre schön. Ah ja. So. Das Auffüllen dauert wohl am längsten, ne? Aber das ist ja auch wieder mal nichts Neues hier. Cola da. Wie konnte ich mich ducken? Gar nicht. Ich kann mich nicht ducken. Na gut. Dann ducken wir uns halt nicht. So. Bacetti. Leer. Super. Wo hatten wir ein Wasser? Ach, unten. Dann können wir das auch gleich wieder auffüllen. Und dann mal gucken, ob wir hier so ein bisschen an Kohle kommen heute. Damit wir den Laden größer machen können. Nicht nur den Laden größer, sondern alles. Sortiment. Und den Rest auch. Ja, ich hoffe, ihr habt alles so einen schönen Tag im April und ja, lasst es euch gut gehen. Wo ist denn der? Das ist doch Biojuice. Wo ist denn der? Das ist Orangen, das ist Apfel. Habe ich jetzt... Ja, sollte da rein, ne? Okay, das ist natürlich jetzt schlecht. Na gut. Na gut, dann nicht. Dann machen wir das halt so. Und alles, was wir heute nicht verkaufen, dann haben wir halt Pech. So. Wir brauchen, was waren hier? Hier waren die Noodles. Nudeln zweimal. Einmal Supreme-Mehl. Was haben wir noch Schönes? Kaffee. Einmal. Toastbrot. Toastbrot, tue ich. Und Basmati-Reis. So, stellen wir das erstmal. Basmati-Reis da. Und alles, wie gesagt, was wir jetzt nicht haben, wir verkaufen es einfach nicht. Habe ich das Geld nicht für. Um jetzt hier alles aufzufüllen. Geschweige zu verkaufen. Ich hätte es gern. Ich hätte es gern viel anders. Ich habe mir schon so viele Gedanken gemacht. So zwei Regale oder ein Regal, komplett nur ein Item sozusagen. Aber ich glaube, dann übernehmen wir uns richtig. Weil. Ach, ich bin doch so dumm. Oh Mann. Kann ich dich hier reinfüllen, ja. Oh, lange nicht gespielt. Man merkt's. Glaube. So, und hier das noch. Okay. Okay.
Dann laden auf. Auf. Und davon können wir uns eigentlich noch einen Kredit nehmen. Wenn ja, wie viel? 2000. Dann könnte man den Laden zweimal upgraden? Vielleicht? Ich bin mir nicht ganz sicher. Und das ist traurig, dass ich mir da nicht sicher bin. Deswegen müssen wir da jetzt einfach mal abwarten und Tee trinken. Hallo, guten Tag, junge Frau. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen denn? Erzählen Sie mal. Hier hätte ich kaufen können. Markt. Dann holen wir das noch gleich. Wo ist er denn da? Käse. Nehmen wir gleich zweimal. Und Käse in der prallende Sonne. In die prallende Sonne gestellt. Ja, ne, schön. Was ist los mit mir, Mensch? So. Und bumm. Moment, bin gleich für Sie da. Müssen nämlich das auch mal noch kaufen. Geht sofort weiter. Auch wenn er da jetzt so ein bisschen rumsteht, wie bestellt und ich abgeholt. Aber es geht weiter. Und für sich. Das Geld muss lüppen. Sage ich ja immer wieder, ne? 27, 20. Ich brauche die nach irgendwie nicht. Ja, Orangensaft. Es wurde Orangensaft verschüttet. Mein Deutsch heute, ne? Ist ja mal richtig dumm. 21, 70 und Abfahrt. Ach komm, er wisst nicht, ja. Wie immer. So, jetzt aber. 11 Euro für Öl, ne? Das ist echt unfassbar. Aber das sind, glaube ich, so die Preise, ne, zur Zeit. Du willst nur den E-Saft mit Falschgeld bezahlen. Ihr könnt ruhig mehr kaufen, Leute. Ich wäre nicht traurig drüber. Neunundzwanzig, dreißig. Oh, ich weiß gar nicht, wie viel kostet so ein Regal? 200, ne? Oh, das wäre ein bisschen teuer. Also würde nicht reichen, wenn ich so an Rücken stellen würde. Glaube nicht. So, mal einen Schluck Kaffee trinken hier. Ja. Kaffee ist aber gut. Wenn ihr noch keinen habt, dann pausiert jetzt das Video, macht euch einen Kaffee. Wenn ihr keinen trinkt, dann holt euch eine Cola oder so oder eine Fanta. Irgendwas und trinkt. Oder Wasser. Das können wir alles jetzt so machen, ne? So, 30, 35, 39. 70, tschüss. 7, 20, nicht 25, ich bescheiße mich doch nicht selber. 9. Ja, Orangensaft steht da vorne im Karton, wenn du es dir wegnehmen willst, ne? Die einfach, ciao. Kauft mal das Wasser da unten, macht mal. Macht das doch einfach mal. Ja, du wartest jetzt. Ich habe gesehen, dass das Öl ja schon wieder abhanden kommt. So, wenn Sie bezahlt haben, können Sie mal die zwei Kartons mit rausnehmen, ja? Also nicht so faul sind. 65, 65, 66 und 75. Ja, mal gucken, ne? Den Tag jetzt hier einfach nur überstehen.
Dann wieder Wagen richtig voll machen. Die Folge geht eigentlich nur darum, Geld zu verdienen. Und ja, sonst passiert ja eigentlich gerade nichts Neues. Ne? Oder dass wir Minus kriegen wahrscheinlich jetzt durch Mimi, ich habe das und das nicht. Aber wen juckt's? Mich nicht. So rein, gar nicht. Ist jetzt schon das leer? Ne, ist noch eine Wasserflasche. Da wäre noch eine Wasserflasche. Eine einzige, jetzt kauft die doch mal. Mein Gott. Daumen ist milchfrei. Ja, und dahin. So. Jetzt habt ihr Orangensaft. Einfach Orangensaft verschüttet. €2 für eine scheiß Cola. Also, wird ja immer teurer, ja. 40, 35. Ciao. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, so, ich komme nicht an Geld. Wenn mich das nicht so täuscht. So, wenn ich so überlege, ich hatte mal Einkäufer hier in dem Laden von 60, $80 oder Euro. Ne, Dollar sind es ja. Aber irgendwie kommt hier nichts zusammen. So gar nicht. Aber naja, was soll es denn? Was soll es? Wir nehmen das alles so hin und bescheißen einfach die Leute. Ja, obwohl, da müsste man den Preis höher machen, um die Leute zu bescheißen. Ah. Belastend. 27, 12. 12. Und 13. Neununddreißig, 25. Ach, sehr schön. Leute, die gewechselt haben wollen. So, wir haben es jetzt. Punkt 9. Nachladen kann, könnte ich jetzt beenden. Das heißt, wir machen jetzt zu. Den Laden. Die Kasse ist geschlossen. Weil der Laden zu ist, oder was? Check, bis nächste, ne? Wieso sind die jetzt geschlossen? Ach, eh. Muss die Kasse öffnen. Oh mein Gott. Ja, das hat jetzt mit meinem Ladenschließen zu tun gehabt. Moment, auch Laden mache ich ja trotzdem zu. Die Kasse einfach schließen. Noch was Neues. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Und, jawohl. Die haben gut eingekauft. Die mag ich. Okay. Dann ist der Tag für uns hier beendet. Wie viel haben wir? 666 haben wir plus gemacht. Naja, das ist doch nicht schlecht. Das heißt, wir können jetzt von jedem Artikel wieder einmal kaufen erstmal. Oder wir bauen den Laden um. Das wäre natürlich auch so ein Fall, ne? Machen wir mal. Moment, kann ich was nach draußen stellen? Nee. Das wäre schön gewesen. Einfach so ein bisschen Platz machen. Ach, na gut, dann bauen wir halt jetzt den Laden noch um. Dann haben wir ja doch noch was Spannendes in der Folge. Oh Gott. So, du musst auch mal weg. Die ganzen Dinger ja. Ach nee. Hier stelle ich das ja. Dann können wir nämlich mal gucken, ob wir das ja alles so ein bisschen platzsparender machen. Und dann wirklich anfangen. Ein Regal, ein Produkt. Das wird uns zwar so den Rahmen sprengen, ne, an Money, aber das soll mir ja eigentlich egal sein. Dann nehmen wir halt einen Kredit auf und das ist gut. Also ich muss eh einen Kredit aufnehmen, kann ich mir vorstellen. So, Brot.
Okay. Achso, da ist ja jetzt eine Ampel, stimmt. Das heißt, das Ding kommt jetzt nämlich. Oh, das Bauen. So. Dann du daneben. Dann dich daneben. Hier noch einen hin? Nee. Das heißt dann so. So. Das heißt, wir holen jetzt doch einen Kredit. Scheiße. Ich meine natürlich. Ahoi, Captain Baloo. Oh, das Baumenü können Sie ruhig mal noch verändern. So. Und dann hier oder so. Ich habe beide daneben. Müsste ich ja eigentlich. Wenn ich die beiden jetzt daneben stelle. Okay, aber. Also wegen dem Schild wahrscheinlich, ne? Na, ist egal. Fürs Erste reicht's. So, ich kaufe mal noch. Weiß ich nicht. So. Ein paar Regale. Weil Regale brauchen wir dann echt viel. Das ist ja mal nervig. Also wenn ich jetzt so sehe, ne, wir werden wirklich so langsam so ein kleiner Supermarkt. Oder wir machen das jetzt so, dass wir ein Regal, zwei Artikel erstmal. Dann kann man ja noch durchgehen. Passt. So, das heißt, ich müsste nämlich hier den Kaffee wegkriegen. Aber dazu brauche ich einen Karton, ne? Kaffee kommt ja in so einen Karton. Das heißt. Nee. So, Kaffee ist raus. Dann machen wir jetzt hier Kaffee. Du passt nicht hier rein, du passt hier rein. Dann hier unten Tee. Na wohl, eigentlich. Eigentlich. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir doch noch ersten Tag fertig. Um Geld zu verdienen. So Kühlschränke wären ja auch nicht noch schlecht, ne? Aber die sind ja teurer. So, ihr seid leer gewesen. Und dann Apple Juice. Ist nicht leer, ne? Oder doch? Dass man das nicht so sieht, ne? Das ist wirklich echt ein bisschen nervig. Okay, dann können wir jetzt von jedem Artikel einmal kaufen. Let's go. Zurück. Produkte. Wir kaufen. Alle 10 Artikel, zack. Kaufen. Und dann geht's hier weiter. Ich hoffe einfach, das Geld reicht. Ja. Reicht. Nice. Das heißt, der Tag ist jetzt gerettet. So, Orangensaft. Es wurde Orangensaft verschüttet. Apfelsaft. Selbst gezüchtete Milch. Ich glaube, da bestellen wir noch einmal dann. Aber das sehen wir dann gleich, wenn wir ja so ein bisschen durch sind. Ich hätte ja keinen Platz hier für Dinge hinstellen. So, Cola war voll. Dann stellen wir sie hier hin. Zack. Spaghetti. Da oben.
Es ist voll. Na, das ist schön. Ich wäre auch gerne voll. So, da haben wir die Milch auch voll. Dann hier rüber. Susu. Auch hier hin. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir ja unseren ersten Restocker dann auch jetzt bald. Ah, ich sehe gerade. Hier sind jetzt wirklich die Artikel drunter. Ne? Krass. Das ist schön. So, Salz hätte ich nicht kaufen müssen. Ne? Das haben wir ja noch hier. Aber egal. Was mal am Hammer. Schokochips. Ach nee. Ja, eigentlich nur normale Cornflakes. So. Supreme. Da oben. Supreme. Ich muss sagen, ich freue mich schon, wenn ich meinen ersten Restocker einstellen kann. Der dann für uns hier alles auffüllt. Oder zwei. Oder drei. Nur damit ich weniger machen muss. Außer bestellen. Das werden wir auch noch hinkriegen. So, so, da. Die war da drin, ne? So. Immer gespannt, echt, wenn das dann kommt hier, wo dann hier die Items drin sind. Also, wo gesehen wird, wie viel denn noch in Karton ist. So. Schuh. Dann würde ich nämlich auch sagen, wenn wir jetzt fertig sind mit Einräumen, beende ich die Folge. Weil die ist schon wieder 22 Minuten lang und die soll ja am Donnerstag kommen. Und nee, Dienstag kommt die ja schon. Stimmt. Die Folge kommt Dienstag. Sei es recht nah, ich bin wieder up to date. Jetzt auch kein Urlaub mehr geplant. Und jetzt kommt alles wieder pünktlich und so. Deswegen alles easy. Ach so. Und das Gute ist, ich kann auch wieder streamen. Das heißt, wenn ihr mal Bock habt, könnt ihr mir gerne auf Twitch folgen. Gleichnamig genau wie hier. Auch verlinkt. Könnt ihr mir gerne mal ein Follow da lassen. Oder mit dabei sein, wenn ich mal live bin. Würde mich freuen. Würde mich sehr freuen. So, letztes Item. Und dann sind wir fertig. Super. Okay. Dann sage ich, vielen Dank fürs Zusehen. Lasst mir ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Gerne Vorschläge. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge vom Supermarkt wieder. Bis dahin. Ciao.